Herzlich willkommen erneut zurück zu Fallout 4. Wir sind gerade auf der Suche nach K. irgendwas. Wir rennen ihm einfach hinterher, der weiß schon, wo es hingeht. Und dort möchten wir Ersatzteile für eine Antenne besorgen. Der möchte nämlich ein seltsames Funksignal abfangen, weil das eventuell eine Bedrohung ankündigen könnte. Ja, mal gespannt, wo wir am Schluss landen. Jetzt rennt er nämlich nach oben zur Corvega-Anlage. Natürlich. Da wären wir. ArcJet Systems. Außen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Okay, das Ding finde ich cool. Ich hätte gerade erwartet, wir sind irgendwo anders da auf der Karte. Mich hier, glaube ich, hoch. Okay. Let's do that. ArcJet Systems. Gerade noch ein bisschen am Schauen, ob ich das looten kann. Aber es sieht nicht so danach aus hier draußen. Na gut, dann geh mal vor, du. Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten, alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Warum sind wir nochmal bei ArcJet? Wir sind hier, um ein Gerät zu holen, das das Signal des Funkturms auf dem Polizeirevier von Cambridge verstärkt. Ohne das Ding können wir unsere Vorgesetzten nicht kontaktieren. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Okay. Schick. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Welchen Schaden haben sie denn angerichtet? Ich meine, ja, man muss sich nur Wartek angucken mit ihren ganzen Experimentationswalls, aber okay. Was ist mit dem Rest? 10mm Pistole? Aber so fucking viele 10mm Pistolen. Ach, Impro-Pistolen haben wir noch viel mehr. Ach, ey. Zeig, was man nicht gebrauchen kann. Wow. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Yep. Ist das das Werk der stählernen Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Hört sich an, als hättest du Angst vor Synths. Es besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen Angst und fehlender Vorbereitung. So, gehen wir weiter. Hm.
ich schaue mich dann auch erstmal weiter um. Synth haben die Dinger hier systematisch auseinandergenommen. Okay, ich sehe da lediglich Platinen rumliegen. Was? Hier hätten wir jetzt noch das Sicherheitsterminal. Gehen wir mal kurz daran. Agnet May Sicherheitsbedenken. Von Thomas Reinhardt, CAO. Gesamtes Sicherheitspersonal. Ich möchte, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Team eine neue Sicherheitsstrategie für den ArcJet-Komplex ausarbeiten. Das ist unser erster Auftrag für die USSA und ich möchte keine Probleme mit der Sicherheit haben. Wenn wir am XMB-Hilfstriebwerk arbeiten. Oha. Verdoppeln Sie die Bewachung rund um die Uhr und installieren Sie automatische Abwehrmaßnahmen innerhalb der Anlage. Ich möchte außerdem noch, dass Sie einen Berater einstellen, um ein besseres Sicherheitspasswort für unsere Terminals auszuarbeiten. Das automatische Versenden von Passworten per E-Mail nach Ablauf einer bestimmten Zeit ist lächerlich. Geschütztürme. Semprint, Leiter der Sicherheit. Gesamtes ArcJet-Personal. Ab morgen geben wir Identifikationsmarken an alle Mitarbeiter aus, die jederzeit getragen werden müssen. Die Marken sind mit einem schwach radioaktiven Isotop überzogen, das unsere internen Sicherheitsgeschütztürme davon abhält, versehentlich die eigenen Mitarbeiter zu erschießen. Sollten Sie sich ohne Marke in der Nähe des Maschinenkerns aufhalten, sind wir nicht verantwortlich für Verletzungen, die Sie in diesem Fall eventuell erleiden. Die Geschütztürme gehen in einer Woche in Betrieb, daher empfehle ich Ihnen, sich schnellstmöglich für Ihre Marke anzumelden. Vorfall im Maschinenkern. Sam, was zum Teufel ist da unten los? Wie ist ein Pressevertreter an der Sicherheit vorbei durch die gesamte Forschungseinrichtung bis zum Maschinenkern gekommen, ohne unsere Alarm- oder Geschütztürme auszulösen? Wir haben hier einen ganz schönen Schlamassel und Ihre Aufgabe wird es sein, ihn wieder zu beseitigen. Es ist mir egal, wie Sie das bewerkstelligen, aber tun Sie es. Sollte das später auf uns zurückfallen, werden Sie dafür verantwortlich gemacht. Das schwöre ich Ihnen. Protektron-Steuerung. Einheiten aktivieren, Persönlichkeitsmodus. Abwesend oder beschädigt. Erste Hilfe. Und mal gucken, ob ich noch irgendwas aktiviert kriege. Alles kaputt. Ja. Jetzt verlief das alles ja recht reibungslos hier. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Ja, ich schaue mich ebenfalls ein bisschen um. Da hinten ist ein Geschütz, oder? Was ist das? Warte, ist das eine Fliege? Was zum Kuckuck ist das? Es sieht auf jeden Fall extrem eklig aus. Entschuldigung, Paladin Dance. Los, weiter. Wir reden später. Okay. Laboranalytik. Ich guck mich gleich um. Keine Bange. Hier das Terminal wird uns weiterbringen. Dementsprechend gehen wir da wieder weg. Globus, Ordner, Holoband. Natürlich habe ich wieder nicht drauf geguckt, was für eins es ist. Aber wir kriegen das schon raus. Warum zum Geier müssen wir diesen Mist aufnehmen? Oh, oh, scheiße, das Ding ist an, oder? Ihr sprecht Technikerin Rand von der Abteilung ArcJet Antriebssysteme. Bei mir ist Techniker Janowski. Paladin Dance. Mann, hey, wie gerne würde ich die Jungs begleiten. Wenn wir diese Protokolle nicht anständig aufnehmen, fliegen wir raus. Der Aufseher hat es ohnehin schon auf uns abgesehen, weil wir länger brauchen als versprochen. Na und? Wir müssen eh zur Armee. In ein paar Wochen geht's los. Schon vergessen? Bald machen wir Liegestütze und essen gefriergetrocknete Rationen. Und dann werden wir uns wünschen, unsere Tage in einem kuscheligen Privatlabor verbringen zu dürfen. Natürlich habe ich das nicht vergessen.
Aber ich versuche zu verdrängen, dass man mir den Kopf an der Front wegblasen könnte. Und mich auf die Arbeit zu konzentrieren, hilft mir dabei. Für dich ergibt das vielleicht keinen Sinn, aber mir ist das wichtig, okay? Okay, tut mir leid. Wirf das Band doch am besten weg. Wir fangen ein neues an. Okay, interessant. Die wurden alle zur Front gerufen. Selbst die Techniker. Erinnerung, Passwort, Sicherheit. Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zu automatischen Passwortänderungen, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zu Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcChat-Systems weiterhin sicher bleibt. Automatische Passwortänderung. ArcChat-Labor-Passwort hinzugefügt. Laut Protokoll ist Ihr Terminal-Passwort 3 Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues Passwort lautet 9JB3N. Diese Nachricht wurde automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Scheiße, ich wollte das Ding doch hacken. Passwort eingegeben. Zugriff. Laborsteuerung. Zugriff auf Prototypenverbindung. Fehler. Verbindungsprototyp nicht möglich. Wenden Sie sich an, bitte an einen Techniker. Sicherheitstür. Maxlock, Sicherheitstür-Interface, Status verriegelt, öffnen. Bewegung entdeckt. Hallo, seltsam. Wow. Ist da jemand anwesend? Das sind also Sünd. Was für eine bravourische Vorstellung. Okay. Institutpistole. Es gibt das Institut anscheinend wirklich. Feindliche Präsenz. Warte, ich glaube, wir werden verfolgt. Bleibe weit bei dem Sohn. Ja. Verdammt! Korrekt, aber ich muss sie erst noch looten. Der andere könnte mal auf mich warten. Spacko. Und vor allen Dingen, wir haben ja jetzt ein neues Gewehr gefunden. Zeig mal her, das Ding. Institutpistole. Ah, die braucht Zellen und hat 16. Ja, das ist relativ schlecht. Hat aber eine hohe Feuerrate dafür. Mars-Klemmbrette. Ja, das ist richtig. So, Codsurf ist jetzt schon mal voll. Jetzt können wir unseren Inventar noch kleistern. Der steht da oben. Dann können wir da unten mal in aller Ruhe durchgucken. Geschafft. Bin einfach keiner, der straight durchgeht. Und da hinten geht es nochmal irgendwo hin. Da rechts geht es wieder rauf. Eieiei. Die verdammten Synths haben sich hier überall festgesetzt. Jetzt ist er an mir vorgerannt. Na klasse. Hätte ich das gewusst. Ging es also doch da oben hin. Ja, da muss er jetzt allein klarkommen. So blöd ist ein Vorrennt. Mich ja schon. Geh mir nicht drauf da hinten.
Das ist mal ein schickes Terminal. Also hier gibt es einige Dinger zum Coden. Und sehr wenig zum Wegnehmen. Sehr wenig. Okay, dann müssen wir halt raten. Beginnen wir mit einem, was sehr viele Gleiche hat. Ein A zum Beispiel. Launcher hat 2 Treffer. Red Suit ist dann A, dasselbe und sonst nichts. Das fällt also schon mal raus. Hier ist ein A, dasselbe. Das fällt auch schon mal raus. Da wären E und ein H dasselbe. Und alles andere anders. Also. Perfekt. Laborbericht XMB Treibstoffgemisch 01. Ich versuche Dr. Sklillen, Gott, wie spricht man das aus? Immer noch davon zu überzeugen, dass der Wechsel von Uran zu Deuterium ein wesentlich höheres Verbrennungsschubverhältnis zur Folge haben wird. Er macht sich Sorge, dass die Deuterium-Raffinierung den Zeitplan des XMB-Hilfsbetriebswerks um ein paar Monate verlängert, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es das Risiko wert ist. Ich weiß, dass Reinhard uns sowieso schon alle 7 Tage die Woche an dem Projekt arbeiten lässt, aber mir ist die zusätzliche Zeit egal, wenn dadurch die Effizienz des Triebwerks verbessert wird. Bericht 2. Tja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe Dr. McSellen meine Vorführung gezeigt und er war beeindruckt. Er hat meine Notizen direkt zum Vorstand mitgenommen und eine Projektverlängerung gebeten. Aber Reinhard hat Nein gesagt. Ich verstehe nicht, warum alles nur auf Geld hinausläuft. Wir schicken Menschen auf den Mars und möchten, dass sie so sicher und effizient wie möglich dorthin gelangen. Aber alles, was diese Mistkerle interessiert, ist die Tatsache, dass um 3 Monate längerer Zeitplan sie ein paar Millionen Dollar kosten wird. Ich bin es ganz ehrlich leid, dass die Bilanz uns diktiert, was wir im Labor tun und lassen. Nach Abschluss dieses Projekts werde ich mir irgendwo anders eine Arbeit suchen. Hochleistungssender. Nachdem das Treibstoffproblem mittlerweile behoben ist, wurde ich vom XMB-Hilfstriebwerk abgezogen und arbeite jetzt am Hochleistungssender. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr beim Antriebsprojekt dabei bin, weil ich als einziger so dumm bin, mich zu beschweren, wenn die Dinge schieflaufen. Statt also Treibstoffgemische und thermodynamische Kalkulationen zu optimieren, lassen Sie mich jetzt eines unserer hochgelobten Funkgeräte fein abstimmen. Wie schön, dass ich meinen Abschluss in Kernphysik dafür verschwenden darf. Meine Aufgabe besteht darin, die Reichweite des HLS bis zum Ende des Monats um mindestens 50% zu erhöhen. Dürfte ein Kinderspiel sein. Es hat nur 3 Wochen gedauert, aber ich konnte den Senderradius des HLS um mehr als 70% erhöhen. Mit einem dieser Schätzchen auf dem Schiff der NSSA müssten sie ein Signal innerhalb von 10 Minuten hin und zurück schicken können. Jetzt muss ich nur noch die Größe um ungefähr die Hälfte verringern, damit alles wie angefordert passt, dann bin ich fertig. Hoffentlich bekomme ich danach wieder etwas Interessantes zu tun. Da hatten wir wohl einen Experten am Zuge. Lieber Kamerad, ich bin auf dem Weg. Ja genau, ich muss hier runter. Auf der anderen Seite wieder hoch. So, wo ist er denn? Keine Ahnung, aber hier liegt Tesla-Forschung. Ja. Energiewaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Und dieses Bild ist fucking awesome. Terminal zur General... keine Ahnung. Thomas Reinhards privates Terminal. Projektabzeichnung 08. Nach 6 Monaten hat die United States Space Administration endlich ArcJet den Auftrag für die Entwicklung der Antriebs- und Kommunikationssysteme von Project Marsflug erteilt. Es war riskant, mein Team vor Erteilung des Auftrags mit der Arbeit am XMB-Hilfstriebwerk anfangen zu lassen, aber sieht aus, als würde sich das bestens bezahlt machen. Wir müssen noch eine Menge mit der Agentur besprechen und vor uns liegt tonnenweise Arbeit, aber ich denke, dieser Auftrag wird ArcJet endlich zur Bekanntschaft verhelfen.
Heute konnte ich unser XMB-Hilfstriebwerk-Team um Dr. Roy McKellen erweitern. Es gibt kaum jemanden, der Dr. McKellen das Wasser reichen kann, wenn es um nukleare Antriebssysteme geht. Also war das wirklich ein Glücksfall. Es hat das Unternehmen eine enorme Menge Geld gekostet, ihn aus seinem Vertrag als Militärentwickler auszulösen, aber am Ende wird das sicher jeden Dollar wert gewesen sein. Wir haben der USSA versprochen, dass das Hilfstriebwerk spätestens ein Jahr vor dem Start im Juli 2078 fertig sein wird. Mit Dr. McKellen am Ruder sollten wir diesen Termin locker einhalten können. Kurz vor den Feiertagen ist es an der Zeit für einen kurzen Blick auf alles, was dieses Jahr so bei ArcJet-Systemen passiert ist. Noch vor 5 Monaten hat mein Unternehmen verzweifelt versucht, sich über Wasser zu halten. Jetzt, da die Projekte XMB-Hilfstriebwerk und Hochleistungssender auf Hochtouren laufen, sieht es aus, als würde ArcJet eine zweite Chance bekommen. Dank Dr. McKellen liegen wir im Zeitplan und unter dem Budget. Die USSA freut sich über unsere Fortschritte und es ist sogar schon die Rede von künftigen Verträgen nach unserer Lieferung. Ich glaube nicht, dass man das Jahr positiver wenden könnte. Dr. McKellen hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir ein Problem mit dem XMB-Hilfstriebwerk haben. Die USSA beharrt darauf, dass das Triebwerk das zusätzliche Gewicht nicht überschreiten darf, aber dank dem Untersystem zur Uraniumveredelung sind wir ein paar hundert Tonnen darüber. Wir liegen jetzt einen Monat hinter dem Zeitplan und, ehrlich gesagt, gerate ich langsam in Panik. Dr. McKellen versichert mir, dass er schon bald eine Lösung haben wird, aber davon kann ich nachts auch nicht besser einschlafen. Die USSA hat ihre PR-Kampagne für Project Mars-Flug gestartet. Um ArcJet Systems steckt mittendrin. Letzte Woche habe ich wohl 15 verschiedene Interviews gegeben, in denen immer und immer wieder dieselbe Frage gestellt wurde. Alle wollen wissen, wann wir das XMB-Hilfstriebwerk liefern, damit sie ihre hübschen Fotos davon schießen können, wie die USSA den ersten Testlauf durchführt. Und ich kann nur weiter lächeln und ihnen Geschichten darüber erzählen, dass das XMB geliefert wird, sobald es fertig ist. Hoffentlich löst Dr. McKellen unser Gewichtsproblem bald, sonst bekommen wir nie wieder einen Auftrag von USSA. Kaum zu glauben, aber Dr. McKellens Team hat endlich das Gewichtsproblem des XMB gelöst. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Schrauben festziehen und das Ding in den Triebwerkskern hieven. Wenn wir Glück haben, können wir den Testlauf des Hilfstriebwerks direkt nach Neujahr durchführen. Schon lustig, das ganze Jahr über sah alles so trostlos und chaotisch aus und pünktlich zu den Feiertagen scheint dann endlich alles zu klappen. Ja, und dann kam der Nuke. Achso, nee, das ist nochmal ein neues Jahr. Wir haben für den Testlauf des XMB-Hilftriebwerks im Triebwerkskern morgen einen Fototermin festgelegt. Wir schicken sie alle runter in den Kontrollraum, wo sie ihre Fotos durch das Thermoglasfenster schießen dürfen, nachdem Dr. McKellen ihnen kurz erläutert hat, wie das Hilfstriebwerk funktioniert. Das Triebwerk hat eine enorme Schubkraft, also sollte das eine recht spektakuläre Show werden. Der Unfall vor dem Testlauf des XMB-Hilftriebwerks ist jetzt 2 Wochen her. Irgendwie hat ein Fotograf es geschafft, ein paar Stunden zu früh an den Sicherheitsleuten vorbei in den Triebwerkskern zu gelangen. Dr. McKellen führte zu dem Zeitpunkt einen Schnelltest am Hilfstriebwerk durch und hatte es ein paar Sekunden lang laufen lassen, um sicherzustellen, dass er bereit für die Vorführung ist. Dabei wurde der Fotograf vollständig eingeäschert. Dem Himmel sei Dank, dass niemand sonst davon mitbekommen hat. Brennt soll sich um die Überreste kümmern. Schließlich bezahle ich ihn ja dafür. Wenn die Öffentlichkeit von unserem Unfall Wind bekommt, ist das Projekt gelaufen. Dann kann ich draußen gleich ein zu verkaufen Schild aufstellen. Das ist bitter. Aufgrund der Unruhe in Übersee ist die USSA sich unsicher, ob das die Projekt Marsflug fortsetzen soll. Man hat mir gesagt, dass je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, möglicherweise ein Jahr oder mehr pausiert werden muss. Wenn das eintritt, müssen wir irgendwie mit den Einnahmen des Hochleistungssendervertrags über die Runden kommen, den wir bereits erfüllt haben. Ich versuche, die Moral hier aufrechtzuerhalten, aber das ist leichter gesagt als getan. Während uns die Welt um die Ohren fliegt, hoffentlich kann unsere Regierung das alles regeln, damit wir wieder an die Arbeit gehen können. Ja, die Regierung konnte das leider nicht mehr ändern und ich bedanke mich hier ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, Sayonara.